Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr FIFA-Zocker, ihr Modern Consumers. Hier ist Basti und es soll natürlich auch mal wieder weitergehen bei mir im Ultimate Team. Ich habe ja im letzten Video hier dazu mein Goldpack-Opening gemacht. Das war mein letztes von den kostenlosen. Und ist auch egal, ich habe seitdem ein Spiel gespielt, das verloren. Ja, kennt man ja. Und ja, ansonsten habe ich hier Hummels und Podolski wieder fit gemacht mit den Karten, die da sind. Und das soll jetzt meine Aufstellung sein für das nächste Spiel. Ich will jetzt eine Runde mal online spielen und euch das mal wieder zeigen. Ihr sollt live dabei sein. Mit der Gegnersuche, das ist ja immer so eine Sache. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Ansonsten werde ich das überspringen und dann aufzeichnen, wenn ich einen gefunden habe. Ihr kennt das Spielchen ja vielleicht selber bei euch. Das ist immer... ist das nervig. Das ist eine der nervigsten Sachen am Ultimate Team, wenn man online mal spielen will. Oh, der Gegner. Oh, den, zum Beispiel gegen den will ich gar nicht spielen. Oder doch, kann man machen. Ja, die Latenz ist halt vor'n Arsch da. Wenn man das jetzt schon sieht, da gehe ich doch jetzt mal lieber raus und warte lieber auf einen Gegner, der eine bessere Latenz hat. Ne, da muss man immer gucken, dass man da auch einen findet, der passt. So, und dann kriegt man zweimal hintereinander den gleichen. Ja, gehe ich das Risiko jetzt ein? Das ist... ich versuch's einfach mal. Naja, versuchen wir es mal und gucken wir mal, was der Junge hier so drauf hat, der Bub. Ich hoffe nicht allzu viel, weil dann habe ich nämlich Chancen. Spanier, 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 Spanier und dazu noch ein Brasilianer neben einem Spanier und so weiter und so fort. Ja, okay, ich hoffe, dass das jetzt von der Latenz her jetzt nicht so Probleme gibt. Aber das sieht alles ziemlich geschmeidig aus. Da brauche ich mir jetzt gerade mal gar nicht so große Gedanken machen. In jedem Fall habe ich den ersten Angriff und der verkackt, verpufft, verkackt, verkackt. Aber ich will endlich mal wieder gewinnen. Ach Leute, habe ich schon lange nicht mehr gewonnen oder was? Ich habe schon so lange nicht mehr gewonnen, dass ich nur noch frustriert bin. Ei, Karamba. Ei, Tai Tai. Ei, Tai Tai. Wattebällchen werfen. Jetzt mit Pfaff. Fun, Alter! Und da vorne ist Türle! Oh, da kretscht der halt noch durch. Kretscht der krämig durch. Philipp Lahm, Mario Gomez, Kopfball direkt auf den Keeper. Was hat der denn für einen elendig langen Namen? Und warum? Und warum habe ich hier keine Chance, da ranzukommen? Kein Schnitt sehe ich. Foul. Dieser Adler, wie der aussieht. Oh nein, oh nein. Mann, ich stell mal lieber hier einen hin. Ich stell da lieber einen hin. Hier, so. Nein, da! Weiter runter! Ja, da! Da, da, da. Oh, wie oft will er denn jetzt noch wechseln? Will er mich eigentlich verarschen? Du wirst das Tor so nicht treffen. Ah! Yeah! Und da vorne ist einer frei. Ja, aber ganz alleine. Lauf doch da vorne, du kleiner bengalischer Affe! Ah! Nochmal! Ja, jetzt! Gomez! Gomez, Kopfball! Fallrückzieher! Fallzeiten! Fallzieher! Boah, alles versucht! Alle Trickkisten ausgepackt! Für den Arsch! Ja, jetzt! Jetzt, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren, mein Güte. Das war ein Foul. Ja, es war ziemlich easy peasy. So. 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 Ja. Schöne. Als ob wenn alles geplant wäre, was ich da gemacht habe. So. So, warten, ja, läuft weiter, passen, passt, jo, drin, Tor, 1-0. Ach, ja, das muss ich jetzt irgendwie halten. Der Typ hier ist schon völlig am Ausflippen. Ja, danke sehr. Nehme ich an, den Ball. Immer wieder gerne. Jetzt bloß halt keine dumme Scheiße machen. Das ist alles... Dann ist es nämlich alles wieder gelaufen. Und fallen, faul, Freistoß. Ah, da wollte ich schön ausholen, aber eigentlich muss sowas gelb geben. Ballack jetzt. Ballack an den Pfosten. Meine Herren, das war eine ganz knappe Nummer für den Jungen. Hat er nochmal Glück, dass er hier im Spiel bleiben darf. Und es ruckelt dann jetzt doch mal ein bisschen hin und her. Darf ich mich jetzt aber nicht stören lassen von...
Er hat ja mit den gleichen Problemen dann zu kämpfen, im Endeffekt. Beruhigen. Ruhe bewahren, beruhigen. Scheiße, das war selber, da war ich selber überrascht, dass ich mit dem durchgekommen bin. So, das war klar, dass er so einen Pass jetzt macht und der hat einen verdammt schnellen Stürmer da vorne. Aber, oh, boah, denken wir jetzt nochmal spannend machen hier, der Bursche. Der kleine Bub, der große Bub, der kleine große Bub. Weg damit. Ja, wie ihr halt lackt, das gibt's ja gar nicht. Ich habe so große Typen da hinten, sind natürlich langsam, aber die gewinnen halt die Kopfballduelle. Meistens. Oh, es ruckelt. Oh, bloß. Oh, gelb. Schießen, Kullan, Tor, nicht. Gelb, immer noch. Ja, er guckt noch so weg. Nö. Ich hab nichts gemacht. Was hab ich gemacht? Ich hab nichts gemacht, Alter. Hast du gesehen? Hast du was gesehen oder was? Alter. Ja, so hat er, glaube ich, gereagiert auf dem Platz. Aber da lässt sich doch der Schiedsrichter nicht lumpen. Der alte Lump. Und Gomez! Gomez! Schöne! Abseits! Fuck! Aber wie geil war das denn? Oh Mann, 10 cm im Abseits. Alter, was schlaberst du? Ist überhaupt nicht gelernt. Ist ein Arschloch. Nein, ich habe aus Versehen, aber er passt sich halt. Podolski ist so geil, dass er sich halt selber einen Pass macht. Und ich bin zu bescheuert, um irgendwie noch ein Tor zu machen. Jefferson. Jefferson, ich lasse mich aus der Mannschaft aussortieren. Verfahren. Jefferson, ich brauche 14 Millionen Handgeld für eine Vertragsverlängerung. Verfahren. Das hat ihn mir richtig unsympathisch gemacht. Wobei er mir vorher menschlich auch schon unsympathisch war. Allerdings spielerisch nicht. Weil der Typ hier hat es eigentlich übelst drauf. Komm, Gomez, hol dir die Kugel. Ja, das war easy abgekniffen. Wie kneift man einem Gegner den Ball ab? Jesus Christ! Boah, habt ihr das gesehen, wie skillig ich den Ball abgenommen habe? Und das war quasi ein All-In, muss man schon sagen. Oh nein, er wusste doch gar nicht, dass ich da hochgehe. Mann, woher wusste er das? Spekulant. Ja, jetzt haben wir aber auch gleich... Nee, es dauert noch bis zur Halbzeit. Es geht immer nicht vorbei. Die Zeit geht nicht vorbei. Warum? Was ist das denn? Ist das Teamchemie, dass die so Scheißpässe machen oder was? Das kann an mir nicht liegen. Da gehen die Bälle einfach mal durchs ganze Feld durch. Ja, danke, dass du den Pass noch gemacht hast. Das war nämlich dein Fehler. René. So, jetzt wollen wir uns alle mal wieder ein bisschen beruhigen. Ja. Luft holen. Einen Pass machen. Und einfach mal nach vorne stürmen. Jetzt mit dem Verteidiger, mit Fuchs. Der wird überhaupt nicht angegangen. Kann hier in Ruhe flanken. Gomez! Irgendwer von hinten. Mann. Verfahren war es, glaube ich. Aber der kann halt nicht mit links irgendwie so einen Bam-Schuss machen. Das ist, glaube ich, meine Erfindung. Bam-Schuss. Wenn es dann eine gute Erfindung ist. Jetzt aber. Oh, ich hätte sogar noch gehen können. Oh, nee. Und er hat mit links geschossen, was so lächerlich ist. Aber das, alles ist egal. Ich führe 1-0 und das ist hier das Wichtige. Mich freut, dass mein Gegner da halt auch noch voll mitspielt. Ich habe 61% Ballbesitz. Aber jetzt will er erstmal seine Aufstellung wahrscheinlich umstellen. Und ja, so lange mache ich auch mal kurz Pause hier. So, also, der Bube wechselt aus. Und, ja, 3 Spieler, das heißt, der ist Hulk, alter Walcott. Also, das heißt, der Typ ist maximal verzweifelt, aber er sieht hier noch Chancen. Die gebe ich ihm auch, also die gestehe ich ihm auch ein. Also, ich meine, er hat
Uiui. Und jetzt kriegt er Freistoß, ne? Für nichts. Michael Ballack mal wieder im Bayern-Trikot. Habt ihr das schon mal wieder gesehen? Ne? Ja, naja. Mauer! Yeah. Hat er jetzt vielleicht auch mal seine Internetleitung geflickt wieder? Was war das denn? What the fuck? Ey, weißt du, ich nehme ihm halt den Ball ab. Ich hab den. Und es bringt wieder mal nichts. Was sind denn das für Pässe? Ich drück passen und dann macht er so ein Ding. Jetzt muss ich aber mal wieder hier zur Ruhe kommen. Ja, so. Team Pressing. Ja. Wir wollen jetzt mal wieder hier einen Angriff starten. Mit dem Modern Consumer Team des Jahres. Es ist die beste Modern Consumer Mannschaft, die es jemals gab. Und da haben wir Schürrle. What the fuck war da? Ey, Rückpass hier. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Bitte. Oh Mann. Ja, da kann er einmal ins Leere laufen. Oh, ich habe endlich mal einen Gegner gefunden, den ich mindestens ebenbürtig bin, ja. Also, das kann man schon mal sagen. Oh, das war ein schönes Passgemetzel. Komm jetzt mach doch einmal. Nein, doch nicht auf den! Oh Mann, ich wollte gar nicht. Oh, ein Knäuel von Typen. Es geht aber auch gar nichts. Komm jetzt doch mal! Ach. Alex heißt da 20, was als ich, Nullen drinne essen und überhaupt. Ballack mal angeschossen. Geh doch hin! Geh doch zu Hause! Verrückte Pässe machen! Oh nein, oh nein! Was ist das denn? Ich drücke einen Pass nach oben! Und dann kriegt er eine Ecke für so eine läppische Aktion. Wow, weg damit. Oh, der Pass kam zu spät. Und ach, er behauptet ihn für sich. Mit Glück. Und jetzt Schürrle ist wieder durch. Schürrle und Gomez. Und das muss jetzt mal klingeln. Oh ne, oh ne! Ich bin so schlecht! Ich kann nicht! Oh, ich grätsch gleich rein. Oh Gott, ich werde das noch verlieren. Ich sehe es schon kommen. Mein erster Führungstreffer seit Ewigkeiten und ich werde verlieren. Ich sag's euch. Doch nicht auf den. Der Typi macht aber auch immer das Gleiche. Eigentlich ist es alles voraussehbar. Und dann ist es abseits. Naja. Hauptsache, ihr seid unterhalten. Darauf kommt es an. Aber jetzt baller ich den mal nach vorne. Vielleicht ist er irritiert. Vielleicht aber auch nicht. Schön. Schöne. Ja, Kerle. Ja, Schöne. Ja, sicher, ja, sicher. Ja, mei. Ja, der FC Bayern. Ja, mei. Aber wir halt mit einfachen Billigpässen jetzt durchrennen, ne? Das kann nicht sein. Und ich kann mich nicht entgegen. Kann ich nicht da reinstellen? Oh, der kann aber Gott sei Dank nix, der Typi. Der kann nix. Ich heiße, kann ich. Und ich komme aus der Venigstraße. Und ja, Hausnummer 0, weil ich treffe nie. Oh Gott. Aber ich mach's ihm so einfach, da muss er doch mal treffen. Mensch, Junge, machen doch. Ja. Der gerät. Doch nicht auf den. Ach Mann. Das ist natürlich klug, den Ball nach hinten zurück zu köpfen. Hit. Shot. Ich würde mal mit Ballack gerne so einen ewig weiten Fernschusstreffer machen. Schöne! Hast du noch?
Gomez. Och, Mann, Mann, Mann. Immer noch nur 1-0, das glaubt man doch nicht. Was sie sich umrennen. Ja, faul. Also hier spielt echt gerade Not gegen Elend. Ey Junge, lass den labern, lass den labern, Alter. Wir machen den nachher kalt. Ja, komm, überspringen. Leute. Michael Ballack. Michael Ballack. Verfangen mit dem Kopfball hinterher, aber das war ein Pussy-Kopfball. Kein Headshot, wie wir ihn eigentlich wollten. So, jetzt Schürrle, komm. Überrasch ihn. Vorteil. Das war ein Stürmerfoul, danke. Puh, Dolz. Key. Fuchs. Fuchs. Haha, wie ein Fuchs. Oh. Ach Mann. Ach Mann, Gomez ist für ein Arsch da vorne. Ich reg mich gerade auf über Gomez. Wie viele Chancen braucht der Bursche eigentlich? Wie in echt zur Zeit, glaube ich. Ja, komm, 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 jetzt aber. Nein, ich wollte flanken. Das war natürlich nicht die Schusstaste. Das war jetzt mein Fail. 90. Minute. Letzter Angriff. Und jetzt macht er den Ausgleich. Ich sag's euch. Jetzt pumpt der Typ hier mich jetzt noch weg da. Der pumpt mich jetzt weg. Was willst du tun? Nee. Das war's. Gomez? Wo bist du? Gomez! Schöne! 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 Was? Was willst du denn? Oh, Leute, das glaub ich jetzt nicht. Aber ist egal, ich habe gewonnen. 1-0 habe ich gewonnen. 1-0. 1-0, komm, 1-0. Komm. 1-0, ne? 1-0? Ja, ne? 1-0. Nein! Nein! Oh. Pfeif doch mal ab, du Arsch! Was? Ecke? Wer war denn da noch dran? Jetzt pfeif ab, Alter! Danke! Bitte! 1-0. Okay, es war erbärmlich, aber ich hoffe. 708 Punkte! Ich weiß nicht, warum ich so viele Punkte bekommen habe. Keine Ahnung. Warum habe ich so viele Punkte bekommen? Kann mir mal einer sagen, ich krieg sonst immer 400, 500 Punkte. Vor allen Dingen beim 1-0. Ich habe kein Gegentor bekommen, aber trotzdem, ja. Egal, nehme ich natürlich sehr gerne mit. Also, in dem Sinne, danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen. Ultimate Team. Ich versuche auch demnächst wieder mehr Ultimate Team Videos zu machen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen hoch, schreibt mir gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti.